Dann nehmen wir das Beispiel Baku. Wir haben ja selber schon zweimal mit unserer Nationalmannschaft im Rahmen der Qualifikation dort gespielt. Dort ist mit Berti Vogts ein deutscher Trainer tätig. Und Aserbaidschan ist ein Vollmitglied der UEFA, der Europäischen Fußballunion. Insofern haben sie auch das Recht, sich so zu bewerben, sich so zu bemühen, wie andere auch. Trotzdem heißt das nicht, dass wir blind sind gegenüber den Dingen, die da passieren. Aber unsere Partner sind die bei den Fußballverbänden. Und da bleibe ich bei dem Beispiel Aserbaidschan. Da haben wir seit vielen Jahren nicht nur den Berti Vogts als Trainer, auch in unteren Bereichen, im Trainer-Nachwuchsbereich. Dorthin haben wir sehr gute und funktionierende Beziehungen.